Okay, es geht weiter. Was habe ich jetzt gemacht bei ihm? Ich habe ihn 2 Level erhöht. Und seine Attacken habe ich ein paar verstärkt. Also wie Höllenansturm. Das habe ich durch diese große Bohne bekommen, die ich ja als Item bekommen habe. Das sind Fähigkeitspunkte. Das erklärt ja, warum am letzten Part auch 1883 oder so hatte. Es kam davon, was ich ja letztens ihm gegeben habe. Und ja, er ist Level 6. Und Ausrüstung zeige ich mal. Energiearmband habe ich beim Gegner gewonnen. Das habe ich davor schon gehabt, als ich offscreen trainiert habe. Habe ich gewonnen in der Holly-Ebene. Und ja, das ist alles jetzt. Was er jetzt machen kann. Es gibt hier 2 Wege, wie man weiterkommt. Ich weiß schon, wo man hingehen muss. Okay, das ist der letzte Kampf und danach schneide ich alle raus. Masenko zeigen wir mal. Ich glaube, ich schneide jetzt nur in diesem Kampf. Okay, die restlichen Attacken zeige ich bei dem Boss. Aufmachen und aufmachen und auf. Defensivfrucht. Er hat gleich sein nächstes Level ab schon. Ach ja, die Früchte, die ich ganze Zeit aufgespart habe, muss ich jetzt ihm geben. Deswegen habe ich da die alle behalten. Alles für Son Gohan. Alles für Son Gohan. Okay, da können wir noch nicht durch. Wir müssen mal kurz die Maske machen. Okay, Level 7. Und so. Öffnen wir die Truhe. Okay, das haben wir jetzt auch. Geschafft, geschafft, geschafft. Okay, die Truhen da oben können wir noch nicht ran. Da kommen wir aber später hin, wenn wir Key Level 3 erreicht haben. Eigentlich könnte ich die ganzen Kämpfe drin lassen, aber nein, ich will euch ja nicht auf die Folter. Riesenrakete, also das ist eine Waffe, die man benutzen kann. Heftige Scheiße, die ganzen Gegner sterben schon mit einem Schlag. Hey Piccolo, was geht da oben ab mit dir? Nein, er sieht uns nicht. Nein, Leute, er sieht uns nicht. Oder wir sehen ihn nicht. Mhm. Achso, da bin ich wieder hier. Okay. Und. Mann, ich bin immer noch krank. Okay, scheiß Monster hat meinen Auftritt verpasst. Also vermasselt. Komm, ohne Kampf, danke. Jetzt gibt es noch einen Weg. Den hier unten. Ich will noch einen Kampf machen, da kriege ich ein Level ab. Speichern wir mal. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Okay, weiter geht's. Ich habe gerade noch eine Frühlingsrolle gegessen. Ah. Oh, Dino-Line, komm her. Oh, du schon wieder. Du gibst wohl nie auf was. Okay, zeige euch mal die anderen Attacken, wie Sprint zum Beispiel. Okay, mag mich zornig, da wirst du sehen, was passiert. Energiestrahlsalve. Okay, glaube ich, gleich kann ich meine Zornattacke einsetzen, also meine Spezialattacke. Ja, ich kann die gleich einsetzen. Höllenansturm. Gib ihn. Bam, 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 bam. Oh, der lebt noch. Okay. Dann machen wir mal so. Oh, scheiße. Ich habe jetzt noch 4 Ki. Ich hoffe, er stirbt jetzt mal. Dankeschön. Ein Frühlingsfall als Belohnung. Hm. 2 Level erhöht. Okay. So. Achso, okay. Speichern wir mal. Oder warte erstmal kurz. Die Fähigkeitspunkte verteilen. Okay, da nicht. Hm.
Ich glaube, ich kämpfe noch kurz rum. Also, was ich sagen wollte, ich kämpfe jetzt ein bisschen rum, bis ich 300 habe. Also noch ein Kampf. Komm, ein Kampf noch. Noch ein Kampf. Es fehlen noch 4 Punkte, bis ich 300 habe. Okay, jetzt habe ich die Punkte. Kritisch hoch. Jetzt gehe ich speichern. Es ist gut, dass ich die ganzen Kämpfe rausschneide, dann ist das Video nicht mehr so lang. So 20 Minuten, so. Ich glaube, ab sofort werde ich das immer. Also, was ich sagen wollte, ab sofort werde ich das bei jedem RPG machen. Also bei Radiant Historia werde ich das auch machen. Okay. Jetzt überraschen. Ja, scheiße, ich dachte, ich kann ihn jetzt überraschen. Oh. Ja, wir haben dich entdeckt. Hm, anscheinend ist er endlich ein bisschen abgehärtet. Oh, grüner Mann. Es ist der grüne Mann. Ich wusste, du würdest mich retten. Hä? Dich retten? Offensichtlich musst du noch ein paar Dinge lernen. Frühlingsrolle als Belohnung. Aber. Hast du was zu sagen? Dann glaube ich nicht. An das glaube ich nicht. Oh, bist jetzt traurig. Jetzt sehen wir, wie stark du wirklich geworden bist. Kennst du die Riesenbube hier in der Nähe? Ja. Ja. Dort gibt es einen Drachen, der sich von der Blume ernährt. Er ist wohl das übelste Wesen in der Gegend. Wenn du ihn ausschaltest, kannst du das Training beginnen. Hm. Verstanden. Das ist ein Drache, okay. Ja, Sir. Was zur Hölle, ich bin wieder hier? Was, ich kann jetzt mit Piccolo? Okay. Hä? Ach so, ich dachte, er hat seine eigene Kacke aufgefressen, damit er sein Leben aufheilt. Aber das ist anscheinend nicht so. Frühlingsrolle. Hm, böser Anschlag und Sprintkanone. Nein, Sprint einfach. Wieso ist er auf Level 17? Habe ich ihn auf Level 17 trainiert? Ach so. Sehen wir mal seine Ausrüstung. Er hat bestimmt keine, wusste ich doch. Tala, hey, tala. Absorber Anband, Kriegergeist. Komm, wir machen ihn das hier. Und Fähigkeitspunkte? Wie viel hast du, Piccolo? Erbärmlich. Höllenspirale hat er schon. Ey, das ist zu erbärmlich bei ihm. Okay. Das ist zu erbärmlich mit ihm. Okay, dann muss ich wohl etwas mit... Boah, der Kampf hat aber lange gedauert. Ich musste gegen ein Riesenschwein hier kämpfen. Okay, ich muss zu der Blume. Okay. Geh ich mal speichern. Ich wollte sagen, speichern. Warte mal. Genügend Geld haben wir jetzt auch. Und ich muss ja immer noch diese 1000 erreichen. Nun, das will ich auch. Okay. Boah, Männer husten. Okay, zu der Riesenblume.
Okay, weiter geht's. Dieses Schwein hat mich fast hochgenommen. Wartet mal, ich muss mal kurz mein Leben auffüllen. Sonst kratzen die ja aber richtig ab. Ich trainiere die jetzt noch, also ein paar Zufallskämpfe werden kommen, aber die werde ich sowieso rausschneiden. Ich werde die jetzt auf Level 12 und Level 18 trainieren. Okay, einer hat schon sein Level erreicht. Nur Piccolo. Okay, jetzt haben alle ihr Level erreicht, das ist gut. Jetzt gehen wir zu der Blume. Was hat sie zu sagen? Und wo ist der Drache? Wo ist der Drache? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Wart oben auf der Blume, dann taucht er sicher auf. Hä, wo? Er ist hier, sei vorsichtig. Ja, ist klar, der sieht noch gleich aus. Scheiße, ich bin verwirrt. Okay, ich glaube, ich kann den Kampf... Okay, einer ist schon auf Zornmodus, das ist gut. Kann ich gleich die ganzen Spezialattacken einsetzen dann. Leck mich doch, du Hurenbock. Gut, so mit dem Schaden. Leck mich doch, was greifst du gerade Piccolo an? Okay, Höllenspirale und Höllenansturm. Jetzt verprügel ihn. Das ist doch mal ein toller Schaden. Und Höllenspirale. Masenko. Richtig. Masenko. Höllenspirale. Es wäre viel teuflischer, wenn er die Zahl 666 hätte. Aber schade, dass nur 555 rauskam. Wieso weicht da alles aus? Da Lichtgranate und das hier. Ich hoffe, er stirbt jetzt mal. Ich muss sowieso gleich viel schneiden. Wieso musst du verwirrt sein? Lichtgranate. Gut. Mal angreifen mal. Okay, das war schnell geklärt. Ja. Okay, Son Gohan kriegt schon das nächste Level ab. So und so. Juhu! Und bist jetzt bereit, mich zu trainieren? Anscheinend hast du deinen Kampfgeist von Son Goku. Dann wird es Zeit, dir die Grundlagen beizubringen. Yay! Freue ich nicht zu früh. Aber vorher sehen wir im nächsten Part.